Und 89 war so, dass nach der Wende und dem Aufbau und den Veränderungen dort in der Stadtverwaltung wir wesentlich geholfen haben. Also ich erinnere mich daran, dass wir im November, nach dem 9. November, ich glaube eine Woche später, haben wir eine Delegation aus Leipzig hier im Rathaus empfangen. Ich bin etliche Male in Leipzig gewesen. Ich war am 26. und 27. November in Leipzig, um ein Treffen der Leipziger in Hannover vorzubereiten. Da kam dann am 3. Adventssonntag, war es glaube ich 1989, 20.000, 30.000 Leipziger, zum Teil mit den Trabis, zum Teil hatten wir Sonderzüge eingesetzt, auf der Messe, auf dem Messebahnhof, der größer war als der Bahnhof in Bonn. Da haben wir zwei, drei Sonderzüge in Empfang genommen und haben dann, da waren Kleingärtner und Sportvereine und die Hannoveraner waren da und dann wurden die Menschen aufgeteilt zu den Kleingärtnern, zu den Sportvereinen. Bis heute gibt es noch Freundschaft. Das hat natürlich nach der Vereinigung dann nachgelassen, aber die ersten Jahre waren wichtig. Wir haben, ich weiß nicht wie viel, 40, 50, 60 Müllfahrzeuge nach Leipzig geschickt, Mitarbeiter geschickt. Wir haben ein Büro dort eröffnet, ein Hannover-Büro in Leipzig und später wurde ja auch unser Oberstadtdirektor, der bei uns in Hannover in der Partei leichte Probleme hatte und sich dann entschied, nachdem unser Parteivorsitzender erklärt hatte, müsse über die Wiederwahl nachdenken, dass er nicht mehr zur Verfügung stehen würde. Und der ist dann, nachdem die Leipziger einen Oberbürgermeisterkandidaten suchten, zunächst den auch im Ruhestand befindlichen damaligen Oberstadtdirektor von Köln, Kurt Rosser, gefragt hatten, der auch zugesagt hatte, der dann absagte. Mich hat man gefragt, ich habe sofort abgewunken. Und dann ist Lehmann Grube dorthin gegangen und hat wirklich für die Stadt Leipzig eine Menge gemacht, weil er ein exzellenter Verwaltungsfachmann war und auch ist. Und das war sicherlich sehr wichtig und gut. Und was für mich auch bedeutungsvoll war, war, dass ich dort im November gefragt wurde, ob ich auf der Montagsdemonstration sprechen würde, was ich zugesagt habe. Und habe dann also auch vor 100.000, 150.000 Leuten auf dem Karl-Marx-Platz, Leute sagen, es wäre der erste westdeutsche Politiker gewesen, der auf einer solchen Montagsdemonstration geredet hat. Das war schon sehr eindrucksvoll. Und daraus hat sich ja dann das entwickelt, dass dann sehr schnell und zügig die Einheit vollzogen wurde.